Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raiden und befinde mich hier in Elden Ring, genauer gesagt an der Festung Pharaoh. Und dort befinden wir oder finden wir einen weiteren Gegenstand, und zwar das fehlende Stück eines Medaillons. Das die erste Seite bzw. die eine Hälfte des Medaillons hatten wir hier auf Festung Hake gefunden. Ich werde euch das Video mal noch hier oben mit einblenden. Und hier bekommen wir nun das zweite Teil. Wir gehen jetzt mal hier rein. Falls ihr mal hier drin gewesen seid und sagt habt, okay, ich gehe jetzt mal hier so durch, dann werdet ihr festgestellt haben, dass diese Festung ja sehr, sehr schwierig ist. Denn hier erwarten uns einige Monster, die recht stark sind. Deswegen solltet ihr unbedingt nochmal hierher zurückkehren. Genauso einfach geht das. Die sind wirklich sehr, sehr stark. Man muss hier wirklich aufpassen. Es war jetzt mal ein gutes Beispiel daran, dass diese Festung wirklich sehr, sehr, ja, was ist schwer, ne? Aber die ist nicht ohne. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass einige schon diese Festung mal besucht haben und dann gesagt haben, boah, okay, besuche ich mal später und sind dann wieder gegangen. Mit nochmal meinen Kollegen nochmal. Den da oben holen wir uns gleich mal runter. Ah, ich bin noch vergiftet. Uncool. In? Ach, da unten. Wir lassen den mal. Ah, einer ist noch hier drin. Da versteckt er sich. Wow. Sind doch noch zwei. Aber der hier ist nicht so schlimm.
Sehr schön, jetzt haben wir das hier schon mal gemeistert. War quasi der schwierige Teil des Ganzen. Medaillon von Deptus rechts. Jetzt haben wir die andere Hälfte und das Ganze gucken wir uns auch mal an. Inventar. Bei den Schlüsselgegenständen ist das. Hier haben wir Medaillon von Deptus links und hier haben wir das Medaillon von Deptus rechts. Jetzt haben wir quasi ein Medaillon komplett und das Ganze öffnet uns jetzt einen neuen Weg, und zwar hier oben. Hier ist der große Aufzug von Dectus. Den könnt ihr jetzt endlich aktivieren. Das verschafft euch einen Zugang zu einem weiteren Arsenal, der allerdings der schwierigste Weg ist, um auf das Altus-Plateau zu kommen. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, denn dort gibt es weitere Gegenstände und vor allem auch einen weiteren Boss, den ihr dort finden könnt. Und wir gucken uns mal noch hier um, was hier noch so Schönes gibt. Dafür müssen wir uns mal ganz kurz noch den nächsten Gefahren hier stellen. Schnell ausschalten. Und den solltet ihr euch auch in Acht nehmen. Die machen ordentlich Schaden. Einen Gegner haben wir hier noch, das müsste der hier sein. Jo, da ist er. Nicht schlimm, hier runter mussten wir sowieso. So, hier gibt es noch einen Gegenstand, aber hier noch eine Ratte. Hier ist dann noch ein Gegenstand und zwar Rune 12. Hier sind noch Gegner. Einmal die Ratte hier. Ich glaube, mein Ritter legt sich gerade mit der großen Ratte an, das ist sehr gut. Dafür haben wir hier einen Weg frei und der beschert uns einen legendären Gegenstand. Das ist Radagons Wundsiegel. Das Ganze schauen wir uns mal an. Radagons Wundsiegel hier erhöht deutlich eure Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Kann ihn jetzt leider nicht ausrüsten, weil wir mitten im Kampf sind. Das machen wir gleich mal. Okay, meine Asche hat verloren. Müssen wir uns mal noch der Ratte hier stellen, wo auch immer die sich jetzt befindet. Ist sie nicht. Einen Prozess gemacht und nun schauen wir uns mal okay, ich muss den ablegen. Radagons Narbensiegel war ein Gegenstand, den man schon
früher im Spiel bekommen hatte. Er erhöht hier die Werte Kraft, Kondition, Stärke und Geschick um jeweils 3. Wundsiegel erhöht alles um 5, was natürlich sehr, sehr gut ist. Auch euer Leben und eure Ausdauer wird damit gesteigert, so wie euer Ausrüstung. Das ist sehr gut. Man kann seinen Charakter hier quasi als Glaskanone bauen. Man kann hier sehr, sehr viel Schaden anrichten. Aber natürlich, wenn ihr einen Gegentreffer einstecken müsst, dann tut's verdammt weh. So, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wir können natürlich jetzt noch schnell hier hoch großen Aufzug von Dektus. Und da gehen wir jetzt mal schnell hin. Denn wir haben ja beide Medaillonteile endlich gefunden. Eins aus Festung Hake und das andere hier in der Festung von Paru. Hochstraße von Belum. Hier oben befindet dann der besagte Fahrstuhl. Der bringt uns dann an einen neuen Ort, beziehungsweise ist es dies ein weiterer Weg, um in der Geschichte voranzukommen. So, wir sind angekommen und vor uns finden sich noch 2 Gegner. Wir sind hier weitergekommen. Wir können jetzt hier diese Straße quasi langlaufen und wir bekommen hier so einen komplett neuen Ort hier oben. Aber den decken wir später auf. Ich wünsche euch natürlich mit dem Video viel Spaß, viel Erfolg und wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Haut rein und bis dahin.